Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, euer Uwe. Heute mal mit einem speziellen Thema, eigentlich so für meine Urlauber, die jetzt auch hier wieder in größerer Zahl in die Dominikanische Republik kommen, um ihre Ferien, um ihren Urlaub zu genießen. Und die meisten sind ja mittlerweile unterwegs mit GoPros oder Action-Cams. Und es wird natürlich auch sehr oft benutzt für Unterwasseraufnahmen. Wir haben also viele Schnorchler und wir haben viele Taucher, die also die GoPro dann mit unter Wasser nehmen. Wenn man sich dann die Ergebnisse nachher auf dem Laptop oder auf dem Fernseher anschaut, stellt man relativ schnell fest, dass je tiefer man geht, desto weniger Farben eigentlich auf dem Videomaterial zu sehen sind. So, das ist natürlich nicht unbedingt befriedigend und man versucht natürlich dann, speziell im Internet, gerade bei YouTube, durch die Tutorials zu erfahren, warum das dann so ist. Da erfährt man dann, dass man das eventuell korrigieren kann mit einem sogenannten Weißabgleich. Das ist also eine gängige Geschichte, die meine richtigen Unterwasserfotografen natürlich alle machen. Aber wir als Nicht-Profis, uns wird empfohlen, eigentlich für die GoPro am besten einen Rotfilter auf die Kamera aufzusetzen und dann entsprechend würden sich die Farben dann verändern und man würde dann am Ende wunderschön realistische Farben dann auf unseren Videos dann erkennen. So, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht und habe natürlich mit dem Weißabgleich eigentlich so gut wie gar nichts am Hut. Ich bin also ein sehr einfacher Mensch, ich gehe unter Wasser, drücke drauf und mache meine Filme. Und um das zu verbessern, habe ich dann eigentlich gedacht, okay, schauen wir doch mal im Internet, schauen wir am besten mal auf eBay und gucken mal, was da im Angebot ist an Filtern. Und siehe da, für die GoPro wird natürlich einiges angeboten, unter anderem so ein ganzes Set. Ja, mit vier Filtern, die kommen dann auch alle, das kostet ungefähr 9 Dollar, das ist also richtig günstig. Und die kommen dann auch alle schön in kleinen Päckchen und dann hast du vom Gelbfilter, Lila-Filter, Schwarz-Grau-Filter, dann auch natürlich den Rotfilter. Ja, so, dann freut man sich sehr und baut das Ganze dann vorne oder schiebt es einfach auf vorne die Kameralinse oder auf die Gehäuseplatte vorne drauf und geht ins Wasser und legt los mit der Filmerei. Man wundert sich dann schon, dass wirklich alles hinten im Display, wenn man eins hat, dann noch wirklich rot erscheint. Mir ging es genauso und natürlich bei diesem Tauchgang, wo ich das ausprobiere, was liegt vor mir, ein wunderschöner großer Rochen. Und ich gehe dann ran und sehe also wirklich auf meinem Monitor dann wirklich alles nur in rot, rot, rot. Und ich habe mich schon verwundert, ob ich sowas dann im Endeffekt beim Videoprogramm nachher wieder korrigieren könnte. Und war da ein bisschen skeptisch, habe dann den Filter abgemacht und habe dann denselben Rochen dann auch nochmal, wie ihr seht, ohne Rotfilter, einfach so, wie er da gerade war, abgefilmt. So, das Ganze hat sich dann auch bestätigt nachher. Ich habe also dann meine Videoclips mir angeschaut und siehe da, mit dem Rotfilter war alles wirklich rot, rot, rot. So, war also nicht unbedingt das befriedigende Ergebnis. Aber warum? Ja, der Rotfilter, muss ich ganz ehrlich sagen, war extrem dunkelrot. Ich habe das ganze Teil also hier, ich habe mir dann nochmal ein bisschen mehr Informationen geholt und habe mir dann im Prinzip anstatt diesem Rotrot-Dunkelrotfilter eigentlich mehr einen Filter besorgt, der eigentlich, wenn man sich den anschaut, fast schon rosa Charakter hat, also leicht rot. Und habe den Ganzen dann ausprobiert und wie ihr dann jetzt hier in den Ergebnissen seht, das ist eigentlich also der Filter, den man bräuchte für die GoPro. Also jetzt nicht den dunkelroten Filter, sondern hier so ein leicht rosé-Rotfilter, der leicht natürlich die Farben verändert. Und im Endeffekt, wenn man sich das dann anschaut auf dem Video nachher, dann ist man eigentlich sehr zufrieden mit dieser Farbkorrektur, dann erscheinen die Farben auch relativ natürlich. Ich habe euch immer so ein paar kleine Videoclips dann mal eingespielt, damit ihr das mal seht, damit ihr auch mal so den Unterschied seht mit Filter, mit dem Rot-Rot-Filter, ohne Filter und dann mit dem Rosé-Filter, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Also wichtig, wenn ihr da unterwegs seid und wollt euch so einen Rot-Filter kaufen, aufpassen, sonst werden eure wunderschönen Videos, die ihr macht, wirklich rot. Also da hingehen und wirklich diesen Rosé-Filter, wie ich sage, dann sowas beschaffen, dann habt ihr wenigstens
wirklich schöne, anschaubare Unterwasservideos. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen, was ich heute so aus meinem eigenen Erleben euch erzählt habe. Und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei einem meiner YouTube-Videos. So, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht einen schönen Urlaub und wunderschöne Unterwasseraufnahmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.